Unsere ehemaligen Kolonialherren haben sich großzügig gezeigt und uns noch weitere Fahrzeuge geschickt, die sie selbst nicht mehr brauchen können. Thank you.
So. Ja, war ich gerade ein bisschen. Ich habe mich gemutet und nicht mehr gemerkt, dass ich gemutet bin. Ich wollte gerade sagen, das Gebäude da sieht sehr toll aus eigentlich. Und jetzt kann er Gas geben. Also ja, 60 km/h. Besser als nichts, würde ich sagen. Wir schauen einfach mal hier. Da ist die Bushaltestelle. Natürlich fahren jetzt auch die Autos hier schneller. Gut. Ich hoffe, so können wir ein bisschen mehr abtransportieren hier. Den Vieh ist nicht viel. Der kommt Vieh holen und hat zu wenig. Warum? Keine Ahnung. Das ist der Getreide, der hat genug natürlich. Obwohl wir hier jedes Jahr mehr abtransportieren. 27% haben. So, der hier, lohnt er sich überhaupt noch? Er hat sich noch nie gelohnt, sagen wir es so. Ich lass den mal fahren da. Oh. Ja. Eisenerz. Gut, fährt los. Mal Geschwindigkeit hoch. Potenzial ist 150, das ist sehr viel natürlich. Und wir haben jetzt noch 2 Steine und dann war's das. 5 Baumaterial kommt da. Und 18 ist da. Ah, es ist viel hier verschwunden. Das ist schade. Ich hoffe, das wird reichen, wenn wir 18 auf einmal bringen. 14 braucht's, oder? Haben wir gesagt. 15. Fast 16. Vielleicht baut sich die Stadt so aus, bis er wieder hier ist, dass es noch mehr braucht dann. Der hat 29 Stahl dabei. Die Produktion springt wieder an. Einen schicke ich ins Depot. Der soll nämlich Kohle fahren. Wenn es dann wieder losgeht, ist einer schon bereit. Wer reißt sich die 5 Baumaterial? Der. Null von 10%. Das wird uns etwa 5% bringen hier. Nicht mal. Und da steht... da steht 12 schon bereit. Und 8 ist schon wieder die Produktion. Also es läuft wieder an. Der bringt natürlich nichts hier. Jetzt wird es dann hier interessant. Wäre eben schön, könnte er... Gut, vielleicht wenn man es auf automatisch stellt, bringt er das hier hin, nimmt das nächste mit. Aber gut, man kann ihn eigentlich nicht umbauen. Jetzt beginnt es hier zu produzieren. Das ist das hier. Wir brauchen 10 und diese Lieferung wird schon reichen hier. Finanziell. Das ist klar. Da haben wir ein großes Plus, das ist gut. Bisschen Minus, ja gut, die breche ich ab. Da haben wir Minus, aber das springt erst an jetzt. Linie 10. Keine Ahnung, was es war. Ah, das ist die Bahn. Gut. Die beiden Baumaterial machen Minus, weil es nichts hat.
Und die machen aktuell auch noch Minus. Aber wenn man hier sieht, sie können dann auch Plus machen in Zukunft. Das ist diese Stadt und die da. Die müssen zuerst ein bisschen in Gang kommen. So, Vieh haben wir gar keines. Da haben wir 11 Vieh, 11 Getreide, 7 Vieh. Wieso geht nicht mehr Vieh da drauf? Wenn doch die Produktion schon so hoch ist. Ich lasse es mal verkaufen, gibt sicher Geld jetzt. Der da ganz ehrlich. So. Da will doch keiner hinfahren. Und weiter geht's. So. Nur noch ein Vieh. Ah ja, Vieh ist viel weniger. Mal schauen, wir können es ja ständig ändern. Das Depot ist zum Glück gerade da. Da haben wir einmal etwas überlegt. Hier, mehr steigern geht nicht. Das ist klar. So, ich glaube, diese Haltestelle kostet uns ständig was. Deshalb weg mit der. Hundert Eisenerz drin, Alter. Und 40 steht bereit, das gibt dann Geld. Auf jeden Fall. 20 Baumaterial, jetzt wird spannend dann. Das da wird auf jeden Fall gehen. Ah, wir haben keinen Stahl mehr da. Das können wir auch hier verkaufen dann gleich. 80 Stahl kommt hier. Ja, da ist das Eisenerz ausgegangen. Kohle ist aber auch nicht so hoch. Und es ist noch... Ah ne, die kommen automatisch von hier. Weil sie immer so andocken müssen. Da ist eigentlich das Blöde in Fahrtrichtung gebaut. Man müsste das wechseln können, eigentlich. Gut, nachher fahren sie so, kehren auch, also, oder wenden. Also von dem her kommt es nicht so drauf an. Die beiden Baumaterial kann ich nachher auch wieder Kohle fahren lassen. Weil da hinten mittlerweile auch wieder 50 Kohle bereitsteht. So. Und jetzt wird es interessant. Wir sind immer noch bei 15, die es braucht. Schlacke existiert auch ein wenig. Oh, jetzt kommt das große Geld. 100 Eisenerz gibt. Es ist ein bisschen gesunken. Die fahren zweimal und das war's dann. Was? Abgeliefert und gibt nichts. Oh, und das habe ich fast verpasst. 400.000, schön. Ah, 7%. Okay, ich habe es zu früh abgeklemmt. Denn einer kommt jetzt an, kommt das reicht. Ja. Boah, bin ich froh.
es hat tatsächlich gereicht. In so einer knappen Zeit, Baumaterial ins Depot, denn mehr gibt es nicht momentan. Ich habe gezittert, ich habe gedacht, ich muss den Eisenerz schon wieder auf Stein umstellen. Denn Stein steht hier auch gut bereit, aber Eisenerz noch mehr. Der hat auch für seine Fahrt 18 Minuten, die mittlerweile auch hier. Und die Linie macht einfach Minus, nur weil sie existiert. Ah nee, das war ja die... Ja, die hat ja keine Fahrzeuge mehr jetzt, gut. Nee. Der kam gerade rein, als ich den Befehl erteilt habe, super. Und dann kaufe ich noch einen hier dazu. Kohle gekauft. So. Das muss aber dann reichen eigentlich. Ja, denn die Kohle geht gleich aus. Stahl steht immerhin 19 bereit. Okay, wir haben kein Baumaterial mehr hier. Schnell überlegen. Einerseits, ah ne, da müssen wir Öl anliefern. Dann holen wir doch Stein zu hier. Denke ich mal so. Schlacke lohnt sich fast nicht, weil es wenig hat. Stein können wir viel schneller herstellen. So, bitte wenden. Ah, die Wegfindung hier ist ein bisschen komisch. So, da hat wieder alles gekostet jetzt gerade. Wir haben jetzt noch 10 Jahre Zeit. Und die Fluglinie ist schon einsatzbereit. Die können wir jetzt dann gleich einweihen. So, komm. Ja. Stein. Die hier. Ja, genau, hier steht eine schöne... Ah, den Bus muss ich hier noch bauen. Blöd. Dass ich das nicht schon lange gemerkt habe. Hier wäre gut. So, ich glaube, es gehen hier langsam die Farben aus. Habe ich so das Gefühl. Kann ich denn noch Busse? Ja, kann ich noch. Wo ist das Depot? Hier. 1, 2, 3. Und dann noch eine neue Linie. Hier. Wow, der Radius ist riesig. Zu hier. Okay, das sieht ein bisschen... Schauen, wie es aussieht, wenn ich von hier... Genauso, gut. Der fliegt also hier, macht eine Kurve, geht dahin, fliegt da eine Kurve und fliegt wieder hier hin. Gut. Wie viel kostet denn dieses Flugzeugchen da? Zuerst mache ich mal auf dieser Linie hier.
nach der Kirchgasse fahren sie hier hoch. Ist ein weites Stückchen, das weiß ich. Wir müssen das aber tun, denn sonst haben wir hier keine Passagiere und das Ganze rendiert sich gar nicht. 1 Million, ich kauf's. Was ist denn Linie 6? Und da kommt ein Flugzeug raus. Unser erstes Flugzeug. 8 Passagiere passen da rein. Das ist nicht sonderlich viel, ehrlich gesagt. Gibt es auch Frachtflugzeuge? Würde mich interessieren. Aktuell sehe ich da nichts. Aber ich glaube schon. So, das Royal, das bleibt natürlich. Fuhrpark reparieren. Ah, jetzt ist gleich wieder eine Lieferung gekommen. Wie sieht's aus? Ja, die ist gekommen. Was ist hier los? Hier müssen wir mehr abtransportieren, oder wie? 38. Wir können uns noch einen LKW leisten hier. Lebensmittel, wo ist es? Hier. Die hier, so. Dann würde ich aber sagen, die erste Maschine ist hier auf dem Startweg und wir sehen sie das nächste Mal starten. Die kostet 12.000, ist auch teuer. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Tschüss.